Ja, zunächst ist das persönliche Budget, das muss man einfach immer mal betonen, ein großartiges Instrument, um wirklich Selbstbestimmung und Inklusion voranzubringen. Seit 10 Jahren gibt es diese gesetzlich verankerte Leistungsform. Die Nachfrage danach zu steigern, ist eine der zentralen Aufgaben der Kompetenzzentren Selbstbestimmt Leben in Nordrhein-Westfalen, kurz KSL NRW. Mit einer mehrstufigen Kampagne aus Veranstaltungen, einer Wanderausstellung, einem Film und einer Broschüre wollen die KSL nun dafür sorgen, dass das persönliche Budget stärker genutzt wird. Dabei geht es vor allem darum zu erklären, wie man das persönliche Budget verwenden kann, welche Vorteile es bietet, aber auch worauf man achten muss, wenn man die Leistungsform beantragen will. Die Kampagne wurde in Kooperation mit den Landschaftsverbänden Rheinland und Westfalen-Lippe sowie der Bundesarbeitsgemeinschaft Persönliches Budget entwickelt und von den KSL umgesetzt. 700 Teilnehmende haben daran teilgenommen. Einen gelungenen Auftakt feierte die Aktionswoche zur Kampagne Das persönliche Budget mehr als Geld in Essen. Das KSL für Menschen mit Sinnesbehinderungen präsentierte auf den Selbsthilfetagen des Deutschen Schwerhörigenbundes im Essener Hotel Franz nicht nur die Wanderausstellung zur Aktionswoche, sondern bot den Teilnehmenden auch jede Menge Informationen. Caroline Riegel, Juristin und Leiterin des Fachbereichs Recht beim KSL MSI, hielt vor über 300 Gästen einen Vortrag über die Reform des Bundesteilhabegesetzes und seine praktischen Auswirkungen. Weitere Infos gibt es auch auf der Homepage www.teilhabeberatung.de. Caroline Riegel und ihre Kollegin Anna Cebulla vom KSL MSI beantworteten zudem viele Fragen der Besucherinnen und Besucher und gaben Tipps rund um das persönliche Budget und das Bundesteilhabegesetz. Also es ist einfach wichtig für andere Betroffene, zum Beispiel EuTB-Beratungsstellen zu besuchen. Da gibt es individuelle Beratung und auch Hilfe und Unterstützung. Es gibt auch die Möglichkeit, Kontakte aufzubauen, und da wird einem aber geholfen, wie man das persönliche Budget beantragen kann. Das wäre mein Tipp. Der offene Stammtisch für Assistenznehmende des KSL Düsseldorf bot den passenden Rahmen für die zweite Station der Aktionswoche. Rund 30 Teilnehmende diskutierten unter dem Dach der VHS Düsseldorf über die Chancen und Möglichkeiten, die das persönliche Budget bietet. Dabei wurden auch die besonderen Herausforderungen dieser Leistungsform deutlich. Die Gesprächsteilnehmenden waren sich einig. Das persönliche Budget ist grundsätzlich ein Erfolgsmodell, welches Menschen mit Behinderung ermöglicht, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Unterstrichen wurde neben den persönlichen Vorteilen auch der wirtschaftliche Aspekt des persönlichen Budgets, da durch das persönliche Budget langfristige Vollzeitstellen für Assistenzen geschaffen werden. So lautete der selbstbewusste Tenor des Abends: Wir sind Arbeitgeber, Steuerzahler und tragen dazu bei, die Kaufkraft zu erhöhen. Gleichwohl wurde im Verlauf der Diskussion aber auch deutlich, dass das persönliche Budget teilweise sehr hohe Anforderungen stellt. So berichtete Patricia Kubanek, dass ihr das sogenannte Arbeitgebermodell wortwörtlich um die Ohren geflogen sei. Personal auswählen und dessen Einsätze planen, Gehaltsabrechnungen erstellen, sich um steuerliche Angelegenheiten kümmern, all das hat sie überfordert. Budgetnehmerin Katja Fellenberg unterstrich die ungewohnte Rolle, die von den Budgetnehmenden entsprechendes Wissen, Kenntnisse und einen freien Kopf verlangt. Zum Erfahrungsaustausch rund um das persönliche Budget hatte das KSL Köln in den Kapitelsaal der Kartäuserkirche in der Kölner Südstadt eingeladen. Mehr als 50 interessierte Gäste waren gekommen. Selbstbestimmung, Freiheit, Teilhabe – das waren die prägenden Assoziationen, die an diesem Nachmittag wieder und wieder auftauchten. Neben einem Fachvortrag von Karl Wilhelm Rösler vom KSL Köln bildete die Podiumsdiskussion mit Budgetnehmerinnen und Nehmern aus verschiedenen Bereichen den Kern der Veranstaltung. Gottfried Klaassen ist Lotse und ehrenamtlicher rechtlicher Budgetbetreuer für seine Tochter. Seine körperlich behinderte Tochter mit anderen Lernmöglichkeiten, so berichtete er, sei durch das persönliche Budget wesentlich flexibler geworden. Die Unterstützung lässt sich dadurch sehr viel individueller auf ihre Wünsche und Bedürfnisse zuschneiden. Das persönliche Budget ist so ein wirkungsvolles Hilfsmittel zur Selbstbestimmung. Auch Ulrich Lücking, Teamleiter im Dezernat Soziales beim Landschaftsverband Rheinland, stellte sich den kritischen Fragen der Teilnehmenden und wies ausdrücklich darauf hin, dass der LVR gerne mehr Menschen mit Behinderung für das persönliche Budget gewinnen möchte.
Nur weil ich in meinem Leben nicht mehr alles selbstständig lösen kann, heißt das doch nicht, dass ich meine Entscheidungen nicht mehr selbstbestimmt und autonom treffen kann. So brachte es Martina Siehoff beim Tag des persönlichen Budgets im Kulturzentrum Bahnhof Arnsberg auf den Punkt. Das KSL Arnsberg hatte im Rahmen der Aktionswoche das persönliche Budget mehr als Geld der KSL NRW zur Podiumsdiskussion eingeladen, um auf diese Leistungsform aufmerksam zu machen. Auf großes Interesse stießen dabei insbesondere die Praxiserfahrungen von Budgetnutzenden. Martina Siehoff bezieht seit 2015 das persönliche Budget. Mein Leben ist mit dem persönlichen Budget planbarer geworden und ich kann meinen Alltag zuverlässiger gestalten, unterstrich die 57-Jährige, die während einer Reha-Maßnahme auf das Leistungsangebot aufmerksam wurde. Die Teilnehmenden, die überwiegend aus Kommunen und Beratungsstellen nach Arnsberg gekommen waren, trugen ihrerseits zur Diskussion mit der Beschreibung eigener Fälle aus ihrer Beratungspraxis bei. Dabei wurde einerseits deutlich, wie vielfältig die Bedarfslagen sind, womit auch hohe Anforderungen an die zuständigen Beraterinnen und Berater bei den Kostenträgern verbunden sind. Andererseits machten die Beispiele ebenso klar, wie flexibel das persönliche Budget eingesetzt werden kann, etwa zur Finanzierung einer Assistenz in Schule, im Studium oder am Arbeitsplatz oder einer Begleitperson in der Freizeit. Wenn Kinder mit Behinderungen das Elternhaus verlassen, war ein Themenschwerpunkt der Veranstaltung das persönliche Budget mehr als Geld, die vom KSL Münster und der Lebenshilfe Gräfen gemeinsam gestaltet und durchgeführt wurde. Mehr als 50 Budgetnutzende, Leistungsträger und Anbieter, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Beratungsstellen und weitere am persönlichen Budget Interessierte waren dazu in die Kulturschmiede nach Gräfen bei Münster gekommen. Auf dem Podium berichteten Budgetnehmerin Annika Hille, ihre Mutter Inge Hille und Assistent Stefan Brockmeier den Teilnehmenden von dem gelungenen Auszug Annikas. Und das war auch für uns selbstverständlich, wo der Zeitpunkt dann aber da war, wo sie dann ausgezogen war und wo dieser Abschied dann kam, da war es dann doch schon ein bisschen komisch, muss ich sagen. Die ersten Wochen waren dann schon sehr schwierig. Aber nicht für Annika, sondern für die Eltern, für die es anfangs nicht einfach war, ihre Tochter ihren eigenen Weg gehen zu lassen. Annika Hille lebt mittlerweile seit 8 Jahren in einer eigenen Wohnung in Gräfen. Das persönliche Budget ermöglicht ihr ein selbstbestimmtes Leben. 2-mal in der Woche kommt Stefan Brockmeier zu Annika Hille, um ihren Alltag mit Hilfskräften und Assistenzen zu organisieren. Zurück auf den heimatlichen Bauernhof nach Ladbergen, wo sie mit ihren Eltern und dem Bruder aufwuchs, will sie nicht mehr. Sie hat dadurch wirklich also auch ihren Alltag so gestrickt, wie sie es braucht. Und diese Chance hätte sie nicht gehabt, wenn wir jetzt nicht das persönliche Budget hätten. Das muss man ganz klar so sagen. Gut 150 Teilnehmende waren am Abschlusstag der Aktionswoche ins neue Rathaus der Stadt Bielefeld gekommen. Stefan Wieners vom KSL OWL erläuterte noch einmal die Beweggründe der Kompetenzzentren Selbstbestimmt Leben in NRW, dem persönlichen Budget eine landesweite Kampagne zu widmen. Dies seien vor allem der erweiterte Spielraum in der Gestaltung des individuellen Unterstützungsbedarfs sowie der Rollenwechsel vom passiven Leistungsempfänger zum selbstbestimmt handelnden Kunden. Mitveranstalter waren das Café 3B, die integrative Beratungs- und Begegnungsstätte für Behinderte, die ergänzende unabhängige Teilhabeberatung Bielefeld sowie die Stadt Bielefeld. Karin Schrader, erste Bürgermeisterin der Stadt Bielefeld, betonte, wie wichtig Informations- und Diskussionsveranstaltungen wie diese seien. Sie bedauerte, dass sich die Anzahl der persönlichen Budgets in der Stadt im Laufe der vergangenen 10 Jahre auf einem niedrigen Niveau eingependelt habe. Da gibt es die Ängste von Betroffenen bzw. Angehörigen im Hinblick auf Kürzung von Leistungsansprüchen, Unterversorgung, Sicherung der Qualität, Überforderung mit der Verwaltung. In der von Mesut Kahn vom KSL OWL moderierten Podiumsrunde berichteten Budgetnutzende aus ihrem Alltag. Thomas Dreckshage war froh, dass er mit dem persönlichen Budget etwas ausprobieren konnte, was nicht in übliche Angebotsschubladen passt. Er sieht darin vor allem die Möglichkeit, eigenständig und selbstbestimmt entscheiden zu können, ohne aus einem festen Sortiment aussuchen zu müssen. Annette Jablonski schätzt vor allem, dass sie sich die Assistenzen, mit denen sie zusammenarbeiten möchte, selbst aussuchen kann. Vorher war es nicht gut.
Wenn man selbst Chef ist, macht es viel Arbeit, aber es macht auch Spaß. Jan Glocke war schnell begeistert, als er zum ersten Mal von der Möglichkeit eines persönlichen Budgets hörte. Er wollte nicht in einer Werkstatt arbeiten. Die behinderten Menschen können mehr als nur in werkstättliche Tüten einpacken. Das wollte er auch sich selbst beweisen. Heute lebt der in Herford geborene junge Mann in Bielefeld. Nach einem Praktikum bei einem Verein, der sich für die Belange von Menschen mit Behinderungen engagiert, blieb er dort als fester Mitarbeiter. Heute freut er sich darüber, dass er einen beruflichen Weg einschlagen konnte, der zu ihm passt. Mit dem persönlichen Budget kann er seinen Alltag selbstbestimmt gestalten.